Da ist mein Holzlager. Hier ist die Klappe, wo es runter geht in den Keller. Und da unten steht alles voll Wasser. Dass ich das Holzlager wegräumen muss, ist das geringste Problem. Oh Leute, der Fail der Woche, der Mega-Fail der Woche, das wird mich noch eine ganze Weile beschäftigen, glaube ich. Der Reihe nach, was ist passiert? Ich wollte gerade eine meiner Schleifmaschinen benutzen, nämlich diese hier. Und die hat eine Absaugung, die geht hier an so einen Verteiler, bla bla bla. Hier ist ein Staubsauger und dieser Staubsauger, der steht nicht hier oben in der Werkstatt, sondern der steht im Keller. Unter meiner Werkstatt ist ein kleiner Kellerraum, so vielleicht 3 oder 4 Quadratmeter groß. Und da unten steht der Staubsauger. Jetzt wollte ich gerade diese Maschine anmachen, was nicht funktioniert hat, warum auch immer. Und das Einzige, was passiert ist, war, dass man hier aus diesem Rohr, was die Maschine absaugt, ein fröhliches Blubbergeräusch gehört hat. Ihr ahnt schon, was passiert ist. Da ist mein Holzlager. Hier ist die Klappe, wo es runtergeht in den Keller. Und da unten steht alles voll Wasser. Dass ich das Holzlager wegräumen muss, ist das geringste Problem. So, ich habe das ganze Holz beiseite geräumt. Bei der Gelegenheit auch gleich ein paar Reste aussortiert. Und ja, es ist tatsächlich genauso, wie ich es befürchtet habe. Es ist ein schwarzes Loch mit einer schwarzen Brühe da drin. Man kann überhaupt nicht richtig sehen, was da eigentlich ist. Da schwimmt wahrscheinlich, nee, das ist nur der Deckel von einem Plastikmülleimer, glaube ich. Aber genau hier, da wo der Schlauch nach unten geht, da stand mein Staubsauger. So, nächster Schritt, abpumpen. Ich habe jetzt so eine Tauchpumpe da reingehängt. Da kommt das Wasser raus. Mal gucken, wie lange es dauert, bis das Ding wieder leer ist. Schnief. Das Graue da. Ich dachte erst, das wäre irgendein Deckel von irgendeiner Mülltonne. Nee, das war mein Staubsauger. Ja, er schwimmt kopfüber in der dunklen Brühe. Jetzt können wir mal gucken, was da unten noch so war. Also, hier ist mein Ex-Staubsauger. Dann haben wir hier Regale mit Weinflaschen. Das hier ist meine selbstgebaute Drechselbank, die ich mal für die Make gebaut habe. Schade, aber es ist verkraftbar. Da drunter in Blau, darum tut es mir tatsächlich ziemlich leid, aber ich schätze, das kann ich nur noch wegschmeißen. Das ist meine Werkbank, meine Kinderwerkbank, die ich mal mit, keine Ahnung, 10 Jahren oder sowas geschenkt bekommen habe. Dann gibt es hier der Subwoofer da oben. Der stand hoch genug, der ist trocken geblieben. Gott sei Dank, wenigstens das. Darunter stehen 2 alte Mac Pro G5. Ich glaube, also benutzbar waren die sowieso nicht mehr. Die habe ich eigentlich nur als Rohmaterial. Da sind schöne Bauteile dran, die man irgendwie für was anderes verwenden kann. Kann man immer noch machen. Das rote war meine Sandstrahlkabine. Ich vermute, naja, mal gucken, ob man die wieder sauber kriegt. Da stehen nochmal 2 Mac Pro. Und ansonsten sind das Gott sei Dank alles eigentlich nur leere Kisten hier von irgendwelchen Geräten, da sind noch mal Weinflaschen, das ist alles nicht so dramatisch. Ärgerlich. Da hinten das Grüne, das Gelb-Grüne, da war eine Domino, eine Lamello-Fräse drin, eine Originale. Aber die ist da nicht mehr drin, die lagert oben in irgendeiner Schublade insofern. Ah, da hinten sind noch mehr Weinflaschen. Ein Whiteboard, Teile von einem Babybett. Naja, alles verkraftbar. So, Update nach ungefähr 1,5 Wochen. Die Werkstatt, wie man sieht, ist ein einziges Chaos. Aber immerhin ist hier unten kein Wasser mehr drin und es sind im Grunde auch alle Sachen raus. Da ist die Pumpe, die Gartenpumpe. Und hier steht jetzt ein Luftentfeuchter und man sieht auch erste trockene Stellen auf dem Boden. Aber, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht richtig gut sehen, es läuft auch immer noch Wasser nach. Also es ist nach wie vor so, dass so viel Wasser wahrscheinlich einfach in den Wänden und im Boden ist, dass ich das immer wieder trocken machen muss. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie habe ich das Wasser überhaupt hier rausgekriegt? Ich habe erstmal mit einer Tauchpumpe, die habe ich hier unten versenkt, habe ich das meiste wegpumpen können, bis auf die letzten 3-4 Zentimeter. Dann habe ich mit so einem Hauswasserwerk, mit einem Schlauch hier unten im Prinzip so rumgerüsselt. Dann war noch ungefähr 1/2 Zentimeter da.
Und dann habe ich den Rest mit einem Werkstattstaubsauger, mit so einem Nass-Trockensauger weggesaugt. Der ist mir dann einmal die Treppe runtergefallen. Jetzt gibt es hier ein bisschen was zum Ausschlachten. Die Elektronik ist noch heile, nur das Gehäuse ist kaputt. Das Gebläse ist bestimmt auch noch okay, da kann man noch irgendwas mit bauen. Ihr merkt auch, ich bin stimmlich ein bisschen angeschlagen. Insofern ist hier diese Woche außer Keller aussaugen und trockenlegen und sowas nicht so wahnsinnig viel passiert. Die ganze Aktion wird aber jetzt diverse andere Projekte nach sich ziehen. Erstmal werde ich den Taupunktlüfter, den wir vor zwei Jahren im Heft hatten, nachbauen. Das ist ein System, was innen und außen die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit misst, den jeweiligen Taupunkt ermittelt und dann eben lüftet, wenn es sinnvoll ist. Das ist hervorragend, um Kellerräume und so weiter trocken zu legen, ohne großen Energieaufwand, weil man eben einfach die trockene Luft von draußen nutzt. Und zwar dann, wenn es nach der absoluten Luftfeuchtigkeit her sinnvoll ist. Und ich werde da auch einen Wassermelder installieren, der mir dann an Home Assistant eine Nachricht schickt, wenn da unten der Wasserstand über 2 cm steigt. Es gibt hinten so einen kleinen Pumpensumpf, da kann man das gut messen. Und vielleicht auch dann eine Pumpe, die dann automatisch anspringt, falls ich mal nicht da bin. Ja, das ist es für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder im neuen Video.